Willkommen bei Ground and Pound TV. Wir sind gerade bei Hype FC und an meiner Seite Samira Kovacevic hatte gerade einen harten und spannenden Kampf. Das Duell wieder mal Hamburg gegen Bremen. Am Ende gab es einen Unentschieden gegen deine Gegnerin Anna Köster. Wie hast du es empfunden? Ja, also ich muss zugeben, die erste Runde habe ich so ein bisschen verpennt. Also ich habe halt so ein bisschen gebraucht, bis ich da reinkomme. Nicht viel gemacht. Aber dafür muss ich sagen, dass ich in der zweiten und dritten Runde die klareren Treffer gelandet habe. Sie hat auch zwar viel gearbeitet, aber mehr auf Deckung getroffen. Aber ich von mir aus kann behaupten, dass ich die klareren Treffer gelandet habe. Warst du dann vielleicht ein bisschen verwundert am Ende, dass es dann Unentschieden gab? Ja, also schon. Also ich hätte schon damit gerechnet, dass das ein knapper Sieg für mich wird. Ja, aber die Punktrichter haben es ja doch wohl anders gesehen und haben sich dann doch für ein Unentschieden entschieden. Also du hast schon angesprochen, du hast am Anfang ein bisschen gewartet, hast wahrscheinlich geguckt, was deine Gegnerin macht, hast dann natürlich nachgelegt. Es gab sehr, sehr viele Low-Kicks. Was glaubst du, wie wichtig ist das aus der Sicht der Referees, aus der Sicht der Punktrichter, die Low-Kicks? Ihr habt ja zum Großteil mit Low-Kicks gearbeitet, auch aus der Nahdistanz, was man ja nicht unbedingt so sieht. Ja, erzähl uns was dazu. Also ich kann von mir aus behaupten, dass ich nicht sehr viel mit Beinen gearbeitet habe. Ich gehe oder versuche mehr boxerisch raufzugehen, weil ich weiß, das ist meistens die Schwäche von den K1-Kämpfern. Die spezialisieren sich viel auf Beine. Bei mir ist es andersrum. Ich spezialisiere mich mehr auf Boxen und mache die Beine so nebenher, sage ich mal. Diesmal waren es mehr Treffer oder mehr Kicke zum Kopf von mir, von meiner Seite. Ihre waren mehr zu Beine. Aber ja, ich denke mal, dass die Punktrichter halt danach geschaut haben, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich war ein bisschen verwundert, zum Teil sehr, sehr viele Low-Kicks, aber natürlich oben herum hast du auch viel getan, deine Gegnerin ebenso, es gab zum Teil Schlagsalven auf beiden Seiten. Hattest du jemals das Gefühl, vielleicht die Oberhand zu gewinnen in puncto Boxen? Ja, schon, weil ich meine, sie hat auch zwar viel boxerisch gearbeitet, aber ich bin trotz der Meinung, dass sie mehr auf Deckung, also okay, klar, sie hat schon mal ein paar Mal getroffen, aber von meiner Seite aus mehr auf Deckung. Ich kann von mir behaupten, dass ich auch viel auf Körper gearbeitet habe. Ich habe gemerkt, dass ich echt manchmal gut getroffen habe, dass es so für sie schon ein bisschen hart war, irgendwie da noch die Luft zu kriegen und auch gute Kopftreffer. Aber naja, also wie gesagt, sie hat jetzt auch gute Treffer gelandet, aber ich von meinem Teil habe die klareren Treffer gelandet. Also kann ich jetzt so von mir behaupten jetzt. Ne? Also man hört ein bisschen Enttäuschung ist da natürlich dabei. Jetzt die Frage, hakst du das jetzt ab und sagst von jetzt an weiter zum nächsten Kampf oder ist das so ein Ding, wo du sagen würdest, also ein Rückkampf, dagegen hätte ich nichts? Ja, also Rückkampf auf jeden Fall, wieso nicht? Also ich meine, es war ein guter Kampf, sie war eine gute Gegnerin und ich würde mich natürlich auf einen Rückkampf freuen, wieso nicht? Dann wird vielleicht dann entschieden, wer die bessere ist. Wieso nicht, ne? Ja, schönes Schlusswort, das lassen wir so stehen. Vielen Dank. Und zu guter Letzt, willst du noch was loswerden, jemanden grüßen, irgendwas loswerden? Ja, auf jeden Fall. Erstmal ein riesen Dankeschön an Wahid und Taifun Aslan für die tolle Veranstaltung und dass wir halt hier kämpfen dürfen. Ein großes Dankeschön an meine Familie und Freunde, die halt alle zahlreich erschienen sind, um mich hier zu unterstützen. Großes Dankeschön an die Leute, die mich vorbereitet haben. Natürlich Taifun, Wahid, Aslan. Unser Drill-Coach Eddie, der uns schön vorbereitet hat. Eugen und Reinhard, die mich boxerisch auch gut gefördert haben. Und ein großes Dankeschön an meinen Freund, der jetzt leider nicht hier im Bild ist, der mich immer tatkräftig unterstützt, immer meine Rücken stärkt. Manchmal blöde Kommentare gibt, so, damit er so ein bisschen was aus mir rausholt. Aber trotzdem, er ist immer hinter mir. Super, danke. Wir wissen, du willst gerade los. Dein Trainingskollege kämpft. Vielen Dank und bis bald. Danke, Elias.